Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video von Die Sims 4. Ich heiße Nessie und dies ist die Runaway Teen Challenge. Auch mit zwei und nicht einer Simmen. Und zwar zwei Geschwister von insgesamt dreien. Die ältere ist Gaia und das ist Naya. Aber zu den Namen komme ich gleich, wieso sie so, ich sag mal, ein bisschen komischer sind. Die Challenge besteht daraus, dass wir von zu Hause abgehauen sind. In dem Fall sind die zwei abgehauen. Und wir sollen einfach überleben. Einfach Geld sammeln und nicht von Erwachsenen gesehen werden. Oder auch am besten selten. Naya und Gaia können nur mit Teenagern und Kindern interagieren oder miteinander. Und Gaia darf nicht in die Schule, aber Naya wird in die Schule gehen dürfen. So habe ich das entschieden. Die beiden haben insgesamt, wie ihr sehen könnt, noch einen Bruder, Hans. Das ist Nayas Zwilling, er ist der Ältere, und die Mutter Laura. Wir sehen könnt, ist die Mutter böse, romantisch und sprunghaft. Und die haben überhaupt keine gute Freundschaft, beziehungsweise sind das eher Feinde, nicht gemocht. Ja. Mit Naya ist sie sehr gut. Sie sind gute Freunde und mit ihrem Bruder ist sie auch gut befreundet. Das gleiche kann ich nicht mit Naya sagen. Sie und ihre Mutter und Bruder, die sind nicht so richtig gut befreundet. Oder sind nur Bekannte. Zu deren Geschichte. Deren Mutter hat irgendwann mal geheiratet, hat einen Mann. Aber der Mann wollte kein Kind, als er erfahren hat, dass die Mutter schwanger ist. Deswegen hat er die rausgeschmissen. Die Mutter fing an, Alkohol zu trinken, zu rauchen und wurde echt fies. Selber hat sie nur nach Geld gesucht, weil der Mann etwas reicher war. Sie bekam Zwillinge. Da war Hans und Gaia dabei, aber sie mochte Hans schon immer viel, viel mehr. Und deswegen haben sie sich oft gestritten und Gaia musste immer arbeiten oder Sachen machen, die sie nicht wollte. Schon seit Kind war das so. Und irgendwann wurde die Mutter nochmal schwanger und bekam Naya. Aber mit Naya wollte sie nicht wirklich zu tun haben. Also gab es keinen Streit, aber es gab auch kein freundschaftliches Verhältnis miteinander. So, irgendwann dachte sich Gaia, dass sie es nicht mehr so haben möchte, dass sie nicht mehr theorisiert. Oh, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Sie möchte das einfach nicht mehr haben, sie will das nicht mehr aushalten. Und deswegen hat sie Naya genommen und abgehauen. Der Bruder ist geblieben, sonst würde die Mutter ja noch nach den beiden suchen. Nach den dreien meine ich. Deswegen hat er entschieden, zu Hause zu bleiben bei der Mutter und sie zu überreden, nichts zu machen. Einfach nicht zu suchen. Hans ist auch ein Bro und ist ein Romantiker. Und jetzt zu den beiden. Gaia liebt die Natur, ist nicht kokett. Sie kannte halt nicht wirklich die Liebe, seit sie klein ist. Streit und alles drum und dran mit der Mutter. Die einzigen Personen, die sie geliebt hat und die liebt immer noch, ist Naya und Hans. Aber ja, das wird sich mit der Zeit vielleicht noch ändern mit ihr. Und sie ist eine Sammlerin. Das ist auch ihr Ziel. Einfach Blumen. Freiberufliche Botanikerin. Gott, ist das schwer. Entschuldigung.
Ja, sie ist eine Teenagerin und naja, ist eine kleine, ein kleiner Frechdachs. Und sie ist düster. Ja, nur von einer Person geliebt zu sein, ist schwer. Deswegen ist sie so, wie sie ist. Von Hans wurde sie auch nicht wirklich gemocht. Wie, so auch immer. Hans selber kann es auch nicht erklären. Deren Vater ist nicht bekannt, nur die Mutter. Und ja, das ist alles über die bis jetzt. Nochmal zu der Challenge. Wie gesagt, wird nur noch Naya in die Schule gehen und Gaia wird Geld sammeln und vielleicht irgendwann an die Arbeit gehen. Aber das darf sie erst, wenn sie ein Haus haben mit mindestens einer Küche, ein Bad und einem Schlafzimmer. Und alles, was da gebraucht wird. In dem Fall brauchen sie zwei Betten, ein Herd, ein Kühlschrank und Badewanne oder eine Dusche mit Toilette. Die wohnen jetzt hier in, oh Gott, was ist jetzt los? In Windenburg, in der, irgendwas ist falsch mit den Bäumen. In auf einer ganz kleinen Stelle, also nicht viel. Und die haben auch wirklich, wirklich wenig Geld oder gar nicht, weil sie alles ausgegeben haben, um hier hinzukommen. Weil da, wo sie gewohnt haben, ist wirklich, wirklich weit weg. Ja, das ist alles bis jetzt, was ich dazu sagen kann. Und ich glaube, ich werde nicht mehr viel reden, sondern fange auch gleich an, mit den beiden was zu machen. Und zwar einfach nochmal Interaktionen. Ja, Gaia, tut mir leid, hallo, hat ein paar Sachen in ihrem Inventar. Das hat sie noch von zu Hause. Und die werden wir auch nutzen. Ihr Tage Hausaufgaben braucht sie nicht. Hallo, ja, genau. Da haben wir schon mal ein Simoleon. Und das hier können sie als Essen benutzen und irgendwann pflanzen. Ey, nicht fies sein. Nett zueinander, ihr seid Geschwister. Ja, ich sag mal nichts zu Hans und Naya. Vor dem Ganzen hatte sie noch einen Streit, also Gaia, mit der Mutter. Und zwar, deswegen ist sie auch wütend. Sogar sehr wütend. Es ist jetzt Frühling, erster Tag, und es wird schwer, irgendwas zu finden, zu essen oder zu sammeln, weil überall Schnee ist. Beide haben echt kaum Kleidung, weil, ja, oh nein, hör auf, weil, die Mutter keine Arbeit hatte. Sie hat mit jedem einfach rumgemacht, mit dem sie rummachen könnte. Sie hat nicht Geld gesammelt oder ähnliches. Deswegen, und das geilste Geld hat sie an andere Leute, beziehungsweise an sich und Hans genutzt, ausgegeben, meine ich. Deswegen tragen die beiden wirklich fast nur das gleiche. Outfit ändern. Hier kann man es gleich sehen. Ja. Für Alltagskleidung, Sportkleidung hat sie vielleicht. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ja, wenig Sachen, zum Beispiel Sportkleidung oder. Ja, hier hat sie das gleiche wie zu Sport. Und sonst auch kaum andere Kleidung. Ich wiederhole mich, tut mir leid. Es ist mein erstes Video. Erstes, ja. Ja, hier auch Sport vielleicht, bisschen schlafen oder einfach Badekleidung.
Ja, von Badekleidung sieht man, dass Gaia nicht gern ihr Körper zeigt. Das wollte sie noch nie, mochte sie noch nie, meine ich. Weil ihre Mutter sie oft beleidigt hat, wieso sie so aussieht, wie sie es tut. Kaum was zu finden. Ja. Was ist das? Erdbeerstrauß. Strauch. Strauß? Strauch? Stand da dann? Strauch. Ach, Aga, lesen lernen. Ja gut. In der Nähe sieht man, ich zeig mal so, Häuser von reichen Leuten, aber hier wohnt wirklich niemand. Und die wohnen auf einer Insel, weit, weit weg von anderen Leuten. Ein Schiff, geil. Lass zusammen angeln gehen. Was? Wieso geht das und das nicht? Egal. Ich hoffe, dass der Winter bald weggeht. Ich wollte gerade was sagen. Ich weiß nicht mehr was. Oh nein. Achso, in der Nähe wohnt niemand. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und wenn die sich. Achso. Wenn die irgendwo hin wollen, dann müssen sie 50 Simoleons pro Kopf ausgeben. Und zwar hin und zurück. Also insgesamt, wenn die beiden irgendwo hin wollen, dann 200 Simoleons. Weil das einfach sehr viel kostet, überhaupt in die Stadt zu gehen. Beziehungsweise auf die andere Seite. Auf die andere Seite, es hört sich so an. Ja, kommt mit. Andere Seite, tot. Ich lasse es mal lieber. Das Thema. Oh mein Gott. Was machst du? Bist auf. Nein, du darfst nicht aufs Handy. Kein Handy. Ja. Bei dir das Gleiche. Gut so. Was könntest du machen? Ich weiß nicht, wieso die Bäume hier einfach nicht laden möchten. So. Ich verstehe es nicht. Ja, die haben wirklich wenig Platz und einfach Gras, Bäume und Felsen und Steine, paar Büsche und rumherum einfach gar nichts. Das müssen sie aber auch alles verdienen. Nein, du redest mit keinen Leuten, die du nicht kennst. Vor allem, wenn die kokett sind. Nein, danke. Dieses Video wird nicht sehr lange sein, damit ja, das einfach gerade so ist, wie es ist. Aua, meine Kopfhörer. Ja. Ich hoffe, dass Naya bald oh nee, hör auf, bald in die Schule gehen kann, also eher morgen. Jetzt ist noch alles okay mit denen, aber ich glaube, bald wird es echt kritisch. Vor allem, ich habe kein Geld. Die haben kein Geld und gar nichts. Naja, so sieht's aus, wenn man von zu Hause abhaut. Diese Videos, lass mich in Ruhe. Oder lass Gaia in Ruhe. Ach, die Namen. Ich komme noch ein paar Mal durcheinander, ich sag's euch. Es kann jetzt wirklich langweilig sein, Sachen zu suchen, die ganze Zeit, aber das ist jetzt echt nötig. Mit der Zeit kommen auch noch ein paar andere Informationen, die ich jetzt vergessen habe. Wahrscheinlich kommt da noch sehr viel. Ja. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Warte, in der Nähe war doch auch einer, oder? Hier, anzünden. Dann könnt ihr euch aufwärmen, weil es ist kalt, sonnig, aber frostig. Joa. Tolle Kombination. Ich spiele gerade sehr viel mit Gaia und naja. Braves Mädchen. Super machst du das. Nein, du machst das nicht noch wieder. Nochmal, noch. Mach mal. Sing mal einfach. Sing irgendetwas. Was auch immer.
Lass es. Nein, danke. Das will ich mir nicht anhören. Und der Typ wollte mit uns reden. Der Typ wollte... Nee, danke schön. Hast du irgendwas zu verkaufen? Ja. Oh mein Gott, geil. So viel Glück schon am Anfang. Ach, du Heiliger. Oh nee, das könnte ich zusammenpaaren. Och, bin ich blöd. Das verkaufe ich. Und dich muss ich auch verkaufen, tut mir leid. Ich könnte den, eine Tiefkühltruhe, eine Truhe kaufen, damit sie etwas zu essen haben. Oder ein Zelt, aber ich glaube, ein Zelt kostet echt viel. Ja, jetzt funktioniert's, ne? Das war hier. Und jetzt erstmal schnell finden. Ach, hier. Ja, geil! Ne, ich nehme den billigen. Oha, gleich am Anfang was finden. Ist echt krass. Und das hier. Oh, das kostet 420. Uff, uff, uff. Ne, dann lassen wir einfach die tragbare Kühlbox eiskalt. Und nach der Zeit werden wir uns Sachen kaufen. Es wird langsam Nacht bei denen. Das ist echt schmerzhaft. Es ist echt... Sing einfach weiter und mach dein Ding. Hey, ich habe gehört, du und Neue seid gute Freunde. Du bist immer berühmter. Hä? Das ist meine Schwester. Das ist unsere Schwester. Eure Schwester. Wieso rede ich in der Ich-Form? Egal. Ich glaube... Was? Feuerfarbe ändern? Gibt's lila? Pop. Pop. Löschen. Oha, wie geil. Oha, das wusste ich gar nicht. Gut. Versuch doch erstmal, irgendwas zu pflanzen. Weil ich glaube, das sind Winterpflanzen, oder? Es ist so kalt zum Pflanzen. Och nein. Okay. Wenn es wärmer wird, dann geht das. Ja, ich glaube, fürs Erste wäre es okay. Die Information, die ich habe. Ein langes Video ist es nicht, aber ein super Kunst ist auch nicht. Es hat sehr viele Informationen und ja, so glaube ich, aua, hallo, nein, könnten wir uns so verabschieden mit einer okay und glücklichen Verabschiedung, Laune, ja, Laune. Ich hoffe, ihr bleibt hier länger bei mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da oder einen Kommentar. Das wäre sehr nett. Danke. Im Voraus. Mein Gott. Und ja. Tschüss.